RTL Star Magazin! DJ Bahnhof 21 ist in der Haus. Ich melde mich hier live aus Los Angeles und ich misch gerade meinen neuen Hit ab. Ich bin schon seit Ich bin schon seit 4 Tagen wach. Mein neuer Hit, wir kommen wieder. Ich mit dem Bahnhof 21, dem Scheiß in Stuttgart. Das geht mich ja jetzt nichts mehr an, gell? Ich bin ja jetzt Welt-DJ quasi. In L.A. 700 Meter kleine DJ-Pade. Yo, RTL, yo, Motherfuckers. Alter, voll das geile Brett hier. Ah, die Bass, die drückt noch nicht genug. Die muss drücken, Alter, yo. Die muss euch Hauptschüler auf den Dancefloor föhnen. Ich sehe auch nicht mehr viel, gell. Ich bin ja echt die Altersblindheit. Es geht ja mit 20 los, gell. Bei den DJs. Es muss drücken. Es muss richtig knallen. Alter, ist das ein Brett, du. Alter Vater. Das fällt mir noch gar nicht, der Sound. Das klingt ja ein bisschen wie der DJ Hauptschule. Alter Kumpel von mir. DJ-Kumpel legt im Tanzcafé Barocco auf. Ist auch schon 60, ja? Saut immer noch im Eddie-Style rum. Ich kann jetzt Instrumente spielen. Keyboard, Sampler, 76 Effektgeräte. Alles digital hier. Yo, RTL! Hier in Los Angeles. So wie der Dieter Bohlen, gell? Der ist ja auch mal im Eddie-Style rumgerannt, gell? Jetzt ja nicht mehr. Meint er wohl, er ist jetzt was Besseres. Nur weil er sein Hackfresse bei RTL in jede Kamera hält. Der Dieter Bohlen. Mit Erfrischung geht ja bei dem gar nichts, gell? Der frisst ja bloß Obst und so ein Scheiß. Der Bohlen. Jo, Alter, da muss Druck drauf auf die Nummer, damit die Solarium-Friseuse und die Autoverkäufer richtig auf dem Floor absammeln können. Jo, Alter, DJ Bahnhof 21 ist in der Haus im RTL Star-Magazin. Ich hab's geschafft. Moment. Frank Hoffmann, hallo, guten Tag. Was kann ich für Sie tun? Jo! Alter, Charles Simmons, my black brother, is in the house. Charles Simmons. Aber, beschwindig geworden. Wie viel? 7 Millionen US-Dollar. Alter, my black brother, kaufe ich, nehme ich. Supergeil. Ist immerhin 1 Million mehr als die Bude von Sascha Gerecht, gell? Alter, du bist my black brother, yo! My black brother! Jura DJ Bahnhof 21! Sei man! Du, Kumpel von mir! Der DJ 1 aus dem Tanzcafé Barocco in Ludwigsburg, der übrigens nie in Amerika war. Ich hab's geschafft, so wie ich und der Pate. Der hat immer gesagt, für ihn gäb's nichts Geileres als singende und tanzende Neger. Alter! Black Brother, hey! Wobei, das Wort Neger nicht als Schimpfwort gemeint war, gell? Eher so als Anerkennung. You got it, my black friend! Yo, Alter! Mit dir mal einmal eine Platte, Charles, Könntest rappen? Oder, rappen kennen doch alle Schwarze. In Deutschland kann das nur einer. Bruder, ein weißer Bruder, kennst du den nicht? Ah, der Oli P. Genau, der White Brother Oli P. Du, hier, ich hab auch schon einen Text für dich. Hast du was zum Schreiben? Yo, 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 yo! Achtung! Stamp with your dirty feet to the fucking disco beat. G
Genau, fucking Disco Beats, genau. Und am Schluss kannst du nur sagen, so Sachen wie Move It. Ja, genau, Move It. Und wenn du noch hast, machst du halt noch so Sachen wie Hit It, yeah, yeah, yeah. Und so ein Scheiß, was halt kein Sau versteht, hast du mich? Yo, my Black Brother Charles! Hey, Alter, wann kann ich einziehen? Gleich! Jetzt hab ich aber noch eine Frage an dich, mein Black Brother. Sag mal, wegen Spirit und so, war du Heidi Klum schon mal irgendwie in dieser Village drin? Was? Die Hütte kehrt er! Da kannst du gleich vergessen. Nein, will ich die nicht. Nein, die Village will ich nicht. Ja? Ja. Ich bin aber nicht schwul, gell? Aber wegen Village People und so. Yo, my Black Brother, yo! Hast kapiert? So, my Black Brother. Aha. Heidi Klum ist inside of the Village. Nee, Alter, weißt du was du? Du, Charles, ja? Du, ich bin echt enttäuscht von deinen Leistungen. Nein, Charles. Nein, nix, schwarzer Bruder. Vergiss es, ja. Nein, Charles, du, hallo, Charles, ich verstand dich nicht mehr. Charles, scheiß Verbindung. Charles, oh, jetzt ist er weg. Der Charles Simmons, gell. Naja, er hat ja noch seine Casting-Show auf RTL 2. Naja, das mobile Geschäft läuft halt auch nicht mehr so, gell? Ciao! Zur Zeit, da muss man halt seinen Kopf schon mal in den Fernseher strecken. So wie ich, gell? Jeden Tag. Bald. Heidi Klum.